Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interstreich hier auf meinem Kanal. Ja, wollen wir mal die, ja, die letzten Städte, die wir noch brauchen, auf dem neuen DLC aufdecken. Wer zieht eigentlich immer die Bremse an? Es nervt. Kommt nicht da auch nicht, der hat Zeit. So. Setzen wir uns in Bewegung. 1410 Kilometer sind es. Das ist jetzt, ja, gibt Schlimmeres. Dann haben wir wieder eine Steam-Errungenschaft. Blöd ist nur, dafür gibt's nichts. Was ist das Problem dabei? Warum bin ich schon wieder müde, Mensch? Willner. Ja, Mensch. Dann hättest du jetzt nicht noch grün bleiben können. So, es hat einen neuen Grafiktreiber gegeben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht. Sieht alles ein bisschen, ich finde, ein bisschen klarer aus, oder? Boah, Schimmerobinett. So, komm, mach grün. Wir essen zeitig, da will ich zu Hause sein. Und die an den Ampeln rumstehen. Kostet alle Zeit. So, über die Kreuzung fahren wir rüber. Was hier eigentlich ganz cool ist, dass, nicht dass diese Ampel jetzt auf Rot wird, aber dass diese grünen Lampen zunächst erstmal blinken und dann das Ganze erst auf Gelb umspringt. Das finde ich schön. So, den Frühlingsmod habe ich im Übrigen entfernt. Siehst du, daran liegt es, dass die Grafik wieder anders ist. Ha, ich bin so ein Fuchs. Das ist ja, glaube ich, mein Problem als LKW-Fahrer, dass ich ständig über diese Dingenskirchen da dengel, ne? Och, er lässt mich rein, Mensch, du. Oh, alte Verkehrsregeln hier. Gab es das in Deutschland nicht auch mal, dass der Kreisel nicht die Vorfahrt hatte? Mittlerweile ist es ja anders. Weiß es nicht mehr ganz genau. Als ich Führerschein gemacht habe, gab es im Grunde genommen kaum, bis gar keine Kreisverkehre. Das war wirklich mal ganz selten. Also bei uns in der Region überhaupt nicht, wo ich aufgewachsen bin. Und mittlerweile hat man ja viele Kreuzungen tatsächlich durch Kreisverkehr gesetzt. Okay, er ist Schwarzstrom. Das muss man ja mal so sehen, ne? So, da sind wir vorhin weggekommen. Fahren jetzt nicht auf die Autobahn, sondern auf eine andere. Da ist trotzdem noch wieder einer mit Klotz und Motor. Ich habe nicht erkannt, welches Fabrikat das ist. Ich habe keine außergewöhnlichen Mods drin, aber irgendwas passt nicht. Einzige Möglichkeit, die halt jetzt wäre, ETS 2D installieren und komplett neu installieren. Junge, Junge, er kommt auch mit Ach und Krach an mir vorbei. Wa? Wenn ich jetzt mal nach links zucke, lässt er sich wieder zurückfallen, wa? Nee, das interessiert ihn nicht. Oh. Jetzt hätte ich beinahe die Abfahrt verpennt. Schade. So ein Kampfesrausch. So, schon mal links blinken. Keiner Sau weiß, wie lang hier der Beschleunigungsstreifen ist. Dem fahre ich erstmal die Hose am Hintern weg. Übrigens habe ich gelernt in der Fahrschule, man fädelt sich erst am Ende des Beschleunigungsstreifens in die Fahrbahn. Und da gilt dann das Reißverschlussverfahren. Das ist eine Sache, wie hieß es damals, die Italiener kriegen das mit 120 Stundenkilometer hin, und die Deutschen nicht mal im Schritttempo.
Reißverschlussverfahren, nein. Ich bin der Erste, ich komme zuerst. Wir halten es aber viel an heute. Schon ganz extrem. Oh, wir dürfen nur 70. Aber, ne? Man darf nicht schneller fahren, aber ich mach's trotzdem. Wir haben genug wie 1,3 Milliarden, hallo? Normalerweise müsste ich den Kontostand mal wieder runterschieben auf 10.000 oder so. Dann mal gucken, wo die schnell überhaupt pleite sind. Oder so storymäßig was Neues anfangen. Aber was willst du hier groß für eine Story erzählen? Das ist so... Die Ehefrau ruft immer an. Oh mal, du hast ein Butterbrot vergessen. Du hast hier dann eine süße Puppe auf dem Beifahrersitz. Ja. Landwirtschaftssimulator könnte ich mal wieder spielen. Was ich für ein Problem habe mit den Spielen, Landwirtschaftssimulator und so weiter, dass man im Prinzip da unter zwei Stunden quasi überhaupt nicht reinkommt. Beim ETS kannst du mal nach einer Viertelstunde aufhören. Dann war es das. Landwirtschaftssimulator, wenn du da Maishäcksel bist, das kannst du tagelang machen. Das ist fürs Zuschauen aber auch langweilig. Man sieht nichts Neues, immer nur die gleichen Ackerfurchen. Aber, naja. So, was fahren die denn da? Die fahren jedenfalls keine 90, weil wir aufschließen können. Er hat auch kein Plötzchen unten drunter. Das ist ein Schatten. So soll das Ding aussehen. Manchmal sind aber diese komischen Klötze. Das ist auch der Frühlingsmod nicht schuld dran. Woran liegt es also? So geringfügig kommen wir ja näher, ne? Oh, er fährt ab. Sehr schön. Wir nicht. Wir fahren hier weiter. Auch alles Gegenden, wo wir noch nicht gewesen sind. Viel Gegend hier, muss ich sagen. Was ich jetzt im Moment bei der Pro-Mods oder interessant finden würde, oder ja doch, ich glaube eher die Pro-Mods. SCS wird das Basisspiel kaum umbauen. Pro-Mods ist ja ständig am Tüfteln. Wäre so der Punkt bei Magdeburg, ist doch die Autobahn abgesagt. Da gibt es doch jetzt so eine Behelfsbrücke. Das finde ich sehr nice, wenn man diese Brückenbaustelle da irgendwie mit einbauen würde, mit dieser Behelfsbrücke dann am Start. Wäre eine schöne Sache da, wo die ganze Autobahn dann zusammengefasst wird. Und was Schönes, wir sind ohne großartige Vorkommnisse unterwegs. Oh, da oben kreisen sie schon wieder. Da wird die Autobahn beobachtet, von wegen Stau. Alter, fall nicht runter. Ach, wegen ihm hier wahrscheinlich. Bist du Jack oder was? Was
Das sind diese typischen Gaffer. Unfall, da muss ich glotzen. Hier ist einer mit mehr oder weniger Glotz und oben sieht man in der Ecke Penguin. Warum immer das Penguin-Pack? Was ist bei dem anders als bei Jessica? Also ich finde es eigentlich schön, dass man wirklich mal so entspannt eine Tour machen kann und hier jetzt nicht unter Zeitdruck oder so steht. So, jetzt kommen wir wieder auf den Autobahnabschnitt, beziehungsweise in eine Gegend, da waren wir schon mal. Die Sendezeit ist auch gleich schon wieder rum, aber ich habe irgendwie Bock, die zumindest die erste Station anzufahren. Ich weiß aber nicht, wie weit das noch ist. Passt auch irgendwie nicht so ganz. Der Sound. Ja, dieses Military Pack, jetzt sind wir schon ein paar Folgen weiter, das lohnt nicht. Hatte ich schon mal gesagt, funktioniert nicht. Weiß, was da wirklich drin ist in der Datei. Ja, ein richtig schönes Cruisen, ne? Das ist gemütlich, finde ich. Keine Vorkommnisse, keine Pannen, keine Unfälle. So kommt man dann aber auch vorwärts. So, ich denke mal, der nächste Parkplatz, das wird dann unser werden. Wobei man natürlich einmal auf die Map schauen könnte, wie weit es eigentlich noch ist bis zum ersten Zielpunkt. Und da fließt schon wieder die dicke Kohle hier. Die 307 Millionen wären mir schon zu viel, auch privat jetzt. Also in real life. Okay, ich würde sagen, wir haben gleich den ersten Ort. Dann, weil wir fahren hier noch ein Stück weiter, kommen auf der gleichen Autobahn wieder zurück. Das kann also so weit nicht mehr sein. Außen sind zwar wieder zwei gut erzogene Hunde. Interessant übrigens. Letztens war einer mit seinem Kampfhund spazieren. Nicht angeleint. Und dann stand so ein kleiner Yorkshire Terrier vor ihm. Den hätte er mit einem Haps ja weggemacht. Der hat den angekläfft, dieser Terrier. Der hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und ich sag mal, daran erkennt man gut erzogene Hunde. Die juckt das nicht, ob da ein anderer die Straße lang kommt oder nicht. Ja, siehste, da haben wir den Ort. Und jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen gepennt. Wir werden aber mal hier links fahren, kurz, und uns dieses Fragezeichen anschauen. Das ist ja jetzt in dem Sinne kein großartiger Umweg, also hier einmal rein. Das ist ein Händler, upsala, das war jetzt ein bisschen laggy. Gab's ein paar, ne, und so. Würde ich sagen, genau, wir kommen ja gleich da wieder durch und decken die Straße auf. Das heißt, wir fahren jetzt hier einfach links rum.
Decken wir hier die Firmen so ein bisschen auf. Und ist das alles schön. Gegenüber waren wir, was ist denn das jetzt gerade? Da waren wir, nee, waren wir jetzt noch nicht. Eine Werkstatt oder so, fahren wir da mal eben drauf. So, Händler. Das ist eine Werkstatt, okay. Keine Garage, da hinten ist aber eine Garage, die wir kaufen können. Das ist natürlich auch ein Ding, was wir jetzt erstmal, was wir theoretisch machen könnten. Genau, wir fahren jetzt zur Garage. Folge wird ein bisschen länger, Freunde. Stört mich aber nicht weiter. So, jetzt kann man... Alter, ja, und jetzt sind wir bei Rot rüber. Pass auf. Und wieder über den Bordstein gedengelt. Jetzt habe ich gar nicht auf die Ampel geachtet, sondern ich habe aufs Navi geglotzt. Dann machen wir jetzt Folgendes, wir fahren hier rein in den Kreisel. Wir fahren kurz auf dieses Werksgelände hier. Dann haben wir diesen Ort im Prinzip komplett abgegessen hier. Kaufen uns hier die Garage und lassen die Folge da beenden. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben, freue mich über neue Abos, klickt zusätzlich auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. Mir entfällt jedes Mal wieder dieser Text und ich muss darüber nachdenken. Okay, diesmal 5 Minuten mehr als gewöhnlich. Passiert manchmal. Ja, Gott. Wir wollen nicht so kleinlich sein. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao, Freunde.